Total und recht herzlich willkommen bei Star Wars Unendlichkeit. Ja, ihr hört richtig, Star Wars Unendlichkeit. Mit Star Wars / Disney gesprochen, denn wir sind Sammelfiguren TV und ab Dezember geht es los. Ihr seht, ich bin noch in Naturklamotten, bin noch nicht in Maske, denn es geht am 17.12. erst los. Ich möchte euch aber darauf hin und verweisen, dass wir Sammelfiguren TV die erste Star Wars Fernsehsache machen werden über Spielfiguren, Figuren aller Art, Sideshow, Hot Toys und andere Sachen. Wir werden auch kritisch beäugen, denn wir haben uns mit Amazon angelegt. Amazon hat natürlich das .de, das bedeutet, dass wir .com hier in Deutschland nicht erhalten. Dumm gelaufen. So, da wir offiziell sind, da wir eine Firma sind, da wir eine Fernseh-GmbH sind, da wir Freelancer sind und Filmemacher und zum allergrößten Kino gehören, was sehr alt ist, in der Stadt Essen, die Lichtburg. Wir sind also Filmemacher, wir haben was mit der Lichtburg, mit dem Kino zu tun und wir haben eine Menge zu tun. Und was wir oder wer wir sind und was wir alles machen, das wird natürlich erst am 17.12. klar gemacht. So, wir haben natürlich Produktionen in Ultra HD, ja, 4K, Normal HD, voller Auflösung und wir haben natürlich den Shop. So, ich möchte etwas erklären. Wir sind nur die Begeisterten. Ich stehe hier auf einer Bühne, deswegen knarrt das auch so schön. Das ist eine Bühne, die die Welt bedeutet. Also, das Projekt Star Wars war 1975 angedacht, 1977 ging es los und 1979 hatte man das große Vergnügen, als über 20-Jähriger das Kostüm tragen zu dürfen, weil ich zu dem Zeitpunkt 1,83 Meter war und somit kam das schon hin. Mit dem Helm und alles sah das schon aus wie fast 2 Meter. Ne? Also es war schon eine monströse Geschichte und ich war sehr stolz, dass ich das Ursprungskostüm tragen durfte für die Firma Karstadt AG am Limbecker Platz, auch in der Stadt Essen und nachträglich auch für die Lichtburg, wo dann halt der Film lief und dann halt weiterging. Ne? 4, 5, 6, dann kam die Ewoks, ja, und dann jetzt kam The Rebels und jetzt kommt das Erwachen der Macht. Viele sind ja am Spekulieren. Also wir sind begeistert seit 1977, beziehungsweise seit 1975, weil wir als Freelancer-Crew, ich habe auch noch den Schnipsel, ja, also wir haben den Schnipsel, wo original 4.500 Schnipsel vom Film wurden einem überreicht. 25 echte Originalschwerter, Lichtschwerter wurden dann auch an der Crew verteilt. Ich bin leider nur ein kleiner Freelancer, ja, ich arbeite halt nur im Backstage-Bereich und zu dem Zeitpunkt, vor fast 30 Jahren, war ich froh, wenn man mich nicht erkennt. Heute, 30 Jahre danach, ist okay, wenn man die 60 sieht und heute am Telefon Walt Disney sagt, die Verantwortlichen, dass sie was Neues vorhaben. Walt Disney will wirklich Star Wars in die Unendlichkeit treiben. Das bedeutet, dass ich eines Tages selbst hier mit 85, sag ich jetzt mal, nicht den letzten hätte sehen können oder wollen oder was weiß ich. Also es wird ziemlich lustig werden für wirklich die Eingefleischten, weil einer unter uns, der an Krebs verstorben, ich möchte das alles nochmal, mein Beileid etc. ausführen. Ich meine, er hat das Glück gehabt, es halt sehen zu dürfen und ist dann verstorben. Jeder weiß, wovon ich spreche. Der junge Mann ist am Krebs verstorben und das sind halt jetzt die Freaks, die, ne, ihr wisst schon, wir sind nur die Begeisterung, also wir tragen die Begeisterung, weil wir müssen arbeiten. Wer arbeitet, sieht das alles ein bisschen anders. Man muss sich daran halten, sonst muss man sehr viel Strafe zahlen. Es ist zwar schön, ich komme mal kurz zu euch und fahre ein bisschen näher ran hier. Also wie gesagt, es ist zwar alles super schön, aber man muss sich halt an die Spielregeln halten. Jetzt hat die Feder wohl Disney in der Hand. Wie gesagt,
gehören wir auch zum Club, auch zu 501 und haben die allerneuesten Hefte da. Natürlich sind wir auch zu Rewe gegangen, ja, und haben Rewe Sachen da geholt. Also ich persönlich sammle das jetzt doppelt, weil ich das dann hier hinten einkleben möchte und möchte das dann an unsere Studiowand später kleben. Jetzt muss ich mir nur überlegen, ob das aussieht. Vielleicht kaufe ich ein zweites. Und weil es sieht ja schön aus, wenn ich das aufmache. Ne? Und wenn ich hinten jetzt alle drauf klebe und dann an der Wand klebe, ich weiß nicht, ob es aussehen wird. Ich schau mal. Also viele brauche ich nicht mehr, wie ihr seht. Ne? Also ich spreche jetzt persönlich, nicht Firma. Die Firma sammelt das nicht. Sondern ich sammle das. So, die Firma ist Sammelfiguren Theater. Sammelfiguren allgemein. Wir wollen also über die Blockbuster-Figuren sprechen und haben Sammelfiguren TV ins Leben gerufen, aber im Star Wars Bereich. Star Wars sind wir involviert seit 1975, ich persönlich. Und ich möchte auch mich persönlich vorstellen. Ich bin AWA Movie, Online Web TV Produktion. Bin ein Freelancer, bin ein Filmemacher und führe halt diesen Shop. Man muss ja von irgendwas leben. Von Star Wars kann ich nicht leben, weil die Lizenzrechte kann ich mir gar nicht leisten. Müssen wir nochmal klarstellen. Keiner von uns kann die Lizenzrechte irgendwelcher Art sich leisten. So, wir wollen uns aber als Sammelfiguren TV auf Figuren uns einigen, die man nicht mal eben so bei Toys R Us etc. bekommen kann. Da hätte ich ihn schon mal einen. Wir sind glücklich, dass wir ihn hier über London Essex kaufen konnten. Dieser hier wurde 1999, da waren wir auch involviert, da haben wir für Iserlohn und CineStar die große Promotion gemacht und auch für Karstadt, wer sich daran noch erinnern kann, 1999, CineStar, die große Show und bei Karstadt etc. Da war meiner einer, richtig, wer sich noch an mich erinnert, ja, und wer sich noch an mich erinnert, ich schneide nichts, ich lasse es durchlaufen, weil die Sendung ist es ja noch nicht, ich will nur vorstellen. Wir suchen jetzt die anderen beiden, Qui-Gon Jinn und den anderen. Wir wollen die nämlich in einem Schaufenster stellen. Die Sensoren, also man aktiviert es, er fährt den Stab aus, die Musik und das mal drei. Also geht dann richtig los im Schaufenster. So, und wenn ich mich jetzt bewege, macht er weiter. Also er fährt ein, alles mit Geräusch und so. Ne? Die drei kämpfen dann. Qui-Gon Jinn. Warum habe ich gerade den anderen vergessen? Obi-Wan Kenobi hat seine Gründe. Obi-Wan Kenobi ist ja natürlich ein Darsteller gewesen, der Superlative. Und ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass der Herr das Maul seine Bewegung jetzt einstellt. Sonst stört er ein bisschen. Aber wir haben sehr viele Interaktive da. Ihr habt ja schon bei Sammelfiguren TV sehen können, den Yoda. Ja? 10 cm mehr und er wäre wirklich 1 zu 1. Ja? Dann haben wir ja natürlich auch interaktiv den R2-D2. Bei BB-8 sind wir uns noch nicht sicher, welche Größe uns hier... Die Kunden sollen ja nicht ihn zertreten in der Größe. Ja? Weil manchmal fuhrwerken hier Yoda und R2-D2 hier im Shop herum. Auch im Studio bei den Dreharbeiten fitschen die dann herum und da müssen wir mal gucken, welche Größe wir uns leisten können. Die Preise sind ja unendlich. Man kauft gerade mal eine Figur. Spaßeshalber nenne ich den Preis 1 Euro. Ein paar Minuten später kostet es 10 Euro. Ne? Und warte ich 30 Sekunden länger, 10.000 Euro. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist ja schon Hammer. Also Sideshow zum Beispiel hier ab 200 Euro. Ja? Serious. Ja? Und ab fast 400 Euro Darth Vader bei Sideshow. Die waren schon mal billiger, ab 199 Dollar.
269 Euro mit allem drum und dran aus den Staaten zu liefern. Da sind wir auch nochmal eben zum Punkt Amazon. Also Amazon.de kann man ja eine Menge kaufen, kriegt man manchmal in einem Schuhkarton. Muss man also schon schmunzeln. Man wird auch bei Amazon ein bisschen betrogen, weil die sagen, wir verkaufen euch ein Figurenset. Und dann stellt sich heraus, es ist kein Figurenset. Denn die Firma bekommt ein Figurenset und schenkt euch sozusagen für über 30 Euro eine Figur mehr. So, da haben wir da so ein Hand, ne? Haben wir den dann nochmal bekommen? So, man hat uns den Obi-Wan einfach geschickt. Ich hätte dumm geguckt, wenn ich den Obi-Wan schon gehabt hätte. Ne? Also ganz raffiniert. Also, diese Firma sagt, sie verkauft Figuren-Sortiment. Also, sie verkauft ein Figuren-Sortiment und hat auch 6 Figuren. Ja, 6 Figuren zeigen die, dass man wirklich bei der Schnelligkeit des Onlines es übersieht, bestellt, man ist dem Glauben nahe, man bekäme 6 Figuren, nee, man bekommt eine, die aussuchen. Das ist wie so eine Wunschtüte. Also ich habe noch nie so, komm online. Wie gesagt, lasst euch überraschen, es wird hier richtig heiß hergehen, wir werden richtig alles auseinandernehmen. So, hier die ganzen Sachen von Disney selbst, ja, die auch alle funktionieren, wenn man den Schalter findet. Bei der Vorführung ist immer so... Ja, die sprechen also sehr, sind halt alles Standmodelle. No? Auch das ist klar. Der darf nicht fehlen. Wir werden euch also eine Menge zukommen lassen an Informationen. Aber die erste Information ist wirklich nicht leider, sondern super. Für mich leider, weil das werde ich persönlich wohl niemals sehen, den letzten Film von Star Wars. Denn jetzt kommt schon ein Alter auf einen zu. Hurra, hurra. Bin ja froh, dass man dabei sein darf. Ja? Also wir sind keine Freaks. Wir sind Begeisterte. Begeisterte haben wir auch bei Facebook laufen. Deswegen ist dieses Video dort geparkt worden. Wir sind begeistert von dem Thema. Wir können uns nicht die gesamten Lizenzen besorgen, um daraus hier so ein Star Wars, ja vielleicht doch, ich habe vielleicht, wenn ich Glück habe, noch 25 Jahre. In den 25 Jahren möchte ich doch Star Wars begleiten, wenn es sein muss, mit einem Rollator. Ich werde der älteste Star Wars Fan sein, in einem Heim, mit Rollator, wo ein Laptop, ein Smartphone der neuesten Generation, bestimmt aussehend wie die beste Figur aller Zeiten im Moment, halt Darth Vader oder Yoda, immer im Wechsel, um die späteren Angestellten des Heims, wenn es das alles noch geben sollte, in 25 Jahren ein bisschen auf Trab zu halten. Möge die Macht mit mir sein und das auf den Weg bringen, meine lieben Freunde. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch in Straßenkluft hier. Die Sendung 17.12. würde mich freuen, wenn welche mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn welche das mögen würden. Wie gesagt, ich spreche das Alter an. 77, 99, die dabei waren schon ab 18. Also die 1977 schon 18 Jahre alt waren oder 1999 18 Jahre alt waren und dann sagten, wow, das gefällt mir. Ich bin bereit, Figuren zu kaufen, ich bin bereit, irgendetwas, ja, so, wir machen das hier mit Niveau, wir kaufen jetzt hier nicht irgendwelchen Hasbro-Quatsch, ja, hier bei Aldi für einen Zehner oder hier das Überraschungsei, meine lieben Freunde, wir wollen wirklich gehobene Ware, so wie Firma Sideshow S oder Hot Toys, gut, das ist die gehobene Geschichte, wir gehen auch runter in einer Geschichte von denn Hasbro wird das nicht überleben. Also Hasbro wird wohl nicht den Zuschlag bekommen, ewig Star Wars zu produzieren. Also den Faden wird er wohl verlieren, Hasbro. Es kommen andere Firmen, die sich wirklich bemühen, die Figuren ins Leben zu rufen. Es wird sehr viel Interaktives kommen. Meine lieben Freunde, Disney hat da eine Palette aufgemacht. Darüber sprechen darf man nicht, aber es gibt welche in Amerika, die sprechen. Dann übersetzen wir das. Wir holen also das Original
und stellen auch das Original vor. Ab heute wirklich, meine lieben Freunde, wenn der Film startet am 17.12., dürft ihr euch auf die Unendlichkeit von Star Wars einstellen. Die Figuren, wenn ihr euch satt gesehen, wie bei Jar Jar Binks, der arme Kerl, ist weg. Ja, dann kommt eine nächste Figur. Jetzt werden neue Figuren erfunden. Es gibt da einen Polizisten, ja, der schon mehr. Ich darf ja auch nicht so viel erzählen, aber wie gesagt, ich kenne das ja alle schon. Ich weiß auch, dass sehr viele traurig sein werden. Tut mir recht herzlich leid, aber einige Hauptdarsteller sterben. Das ist leider so. Tut mir leid, Alter. Also der 17.12. wird für viele euphorisch irgendwie den Weihnachtsabend am Heiligabend doch irgendwie wahnsinnig gestalten mit Tannenbaum und so weiter, weil die und andere werden sehr, sehr traurig sein, weil das immer so ist. Also sehr viele Darsteller von 77 bis 89 werden nicht mehr da sein. Leider. Also stellt euch schon mal ein. Aber es kommen neue Figuren. Wir werden uns an neue Figuren erfreuen. Walt Disney macht es sehr geschickt. Walt Disney macht auch sehr geschickt den BB-8. Dass da irgendwann so eine Druidengeschichte passiert. Jetzt komme ich auch schon zur Frage. Vielleicht könnt ihr mir die hier bei YouTube schon beantworten. Warum hat 3DPO einen roten Arm? Wieso hat er einen roten Arm? Das hat man mir noch nicht so ergründet. Man hat mir auch nicht so gesagt, warum er einen roten Arm hat. Ich meine, einige haben natürlich dann jedem einen irgendeinen roten Bein gegeben. Sogar Darth Vader war plötzlich in Rot und so. Ich meine, das wissen wir ja. Wir reden vom Ursprung, vom Filmprojekt. Wir sind keine Freaks, wir drehen auch nicht durch. Das klappt mit dem Alter nicht. Ne? Deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, in 25 Jahren, so hoffe ich, dass ich mit meinem Rollator, mit meinem Laptop, mit meinem Smartphone, mit meinem Darth Vader Roller da oder keine Ahnung, was ich dann habe. Ich will hoffen, dass ich noch ein bisschen 25 Jahre gesund bleibe. Denn jetzt ist der Start, wie das Erwachen der Macht, dass auch wir uns verändern. In der Sendung werden wir nicht allzu viel quatschen. In der Sendung wird vorgestellt. Da werden Figuren vorgestellt, da wird drüber philosophiert, warum Disney das in die Unendlichkeit packen will. Wie kommt das oder wie kommt der Verbraucher? Ja, wie kommt der Fan damit klar? Was kommt auf uns zu? Wird sich die Con verändern? Wird sich jegliche Veranstaltung verändern? Werden wir irgendwann in den laufenden Jahren wirklich komplett andere Figuren haben? Wird sich wirklich keiner mehr an Darth Vader erinnern? An Luke Skywalker. Übrigens, Luke Skywalker, lasst euch überraschen, J.J. Abrams, der hat sich da was bei gedacht. Also Luke Skywalker ist eine ganz andere tragende Figur, die glücklicherweise, wenn wir Glück haben, wirklich alle drei überlebt. Und die anderen überleben es leider nicht. Also das muss ich leider sagen. Also da wird ein bisschen hart auf euch was zukommen. Leute, seid mir jetzt nicht böse. Ihr dürft unter YouTube schreiben, was ihr wollt. Ihr dürft auch bei Facebook drunter schreiben, was ihr wollt. Aber glaubt es mir. Es kommt was Neues auf euch zu. So, ich hatte kurz unterbrochen, weil ich euch diesen Filmschnipsel doch nochmal zeigen wollte. Den haben wir damals überreicht bekommen. Also 1979 wegen Darth Vader. Also man durfte als Darth Vader im Kaufhaus laufen, im Lichtburg, glaube also im Kino. Das ist die Nummer 4296. Und jetzt muss ich nachgucken. 5000 gibt es halt nur davon. Also das große Glück, dass ich wenigstens damals dieses eine bekommen habe. 5000 Filmschnipsel der Damen in Szene, Darth Vader mit Obi-Wan Kenobi, war ja nun mal damals das Highlight überhaupt, wie Obi-Wan Kenobi sich halt von Darth Vader niederstrecken lassen, um überhaupt die Machten, ne, um mit Luke dann zu sprechen und so. Also wir waren schon stolz, also ich persönlich war stolz, dass ich Darth Vader tragen durfte. Meine lieben Freunde, damals war es noch ein Tonband, ja, beziehungsweise eine Kassette in einem Kassettenrekorder, und der war auch groß. Und das Röcheln musste noch mit der Hand gesteuert werden. Hatten wir extra hier noch so einen Pin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr Interesse habt. Ihr dürft unten drunter schreiben, ob ihr Interesse habt, wirklich das von 1975, 77 zu hören, wie wir da involviert waren. Oder ob ihr das Ganze von 99 an haben möchtet. Hier in dieser Sendung Sammelfiguren TV.
oder aber ihr jetzt ab 2015 gerne die Sendung haben möchtet über die neuen Figuren. Das Problem, wie gesagt, wir sind Händler, wir sind Filmemacher, wir sind eine Firma, wir sind wirklich nachlesbar und so weiter. Das ist nicht so einfach. Die Firma Amazon macht da so nicht mit. Habe mit der Geschäftsleitung von Amazon gesprochen, die arbeiten dran, weil USA ist USA und USA will nicht den deutschen Markt beliefern. Es ist traurig, also ne, es ist wirklich traurig, dass die Fans wirklich nicht das bekommen, was sie gerne haben möchten. Ja, um an Sideshow-Beispiel zu kommen, man bekommt hier in Deutschland nicht alles an Sideshow. Und wir als Firma bemühen uns natürlich, das als Firma zu bekommen und nicht jetzt ich persönlich als euer Moderator, weil ich persönlich als Moderator bin natürlich auch Verbraucher, gehe auch zu Rewe und kaufe da ein, die Shells. Ja, wir als Firma bemühen uns, unseren Kunden die Ware zukommen zu lassen, aber die Händler, die Großhändler, die Zwischenhändler, klappt alles nicht so. Wer Heo meint und wer De Vries meint, Olaf Vries und so weiter, also die großen, also die ganz großen Größen, Disney selbst und Hasbro, ist nicht so einfach. Also wir wollen ja auch hier kein Spielzeugladen machen, wir wollen begeistert sein. Ja, wir wollen uns freuen, dass wir einen Filmschnipsel, einen Original-Filmschnipsel geschenkt bekommen oder kaufen können. Ja, auch Figuren und das dann auch in Ultra HD, in 3D. Das freut uns. Es freut uns, dabei zu sein, zu philosophieren, mit Leuten zu sprechen. Ich finde es toll, wenn die Kunden hier reinkommen und wir dann über das Thema Star Wars sprechen. Ja, und wir sind ab 18. Also hier kommen keine Kinder rein, keine Jugendlichen, hier kommen Menschen rein, ab 18, 21 aufwärts. Wir philosophieren, wir sprechen, wir handeln anders. Wir sind also keine Freaks, wir drehen nicht durch. Wir unterhalten uns. Ne? Auch mit den Führungen, auch mit den Schauspielern, beruflich. Ihr wisst, beruflich spricht man anders, auch wenn Harrison Ford plötzlich an der Kamera vorbeikommt. Es kann sein, dass er mal hier vorbeikommt. Glaube ich aber kaum, weil der Preis ist heiß. Ja, ich meine, er ist selber Pilot und kommt und Flughafen haben wir hier. Wir arbeiten dran. Die Sendung beginnt erst am 17.12., meine lieben Freunde. Und ich habe hier jetzt mal so einen langen, ausgeholten Text vorbereitet und ihn dann on air an euch geschickt. Ja. Wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Also wir haben ja auch schon viele Unikate verkauft, die nie mehr wiederkommen. Jetzt versuchen wir an die Unikate wieder ranzukommen. Ja? Wie gerade so eben Darth Maul. Das war 1999. 1999 hat diese Figur, ja, 254 D-Mark gekostet. Jede. Ja? Also war also nicht so einfach, mal eben drei Stück zu kaufen. Ja? Also man war immer so mit 1000 D-Mark. Ich habe keinen Sprachfehler. Ich weiß, wir leben in den Euro und was weiß ich. Ich persönlich, euer Moderator, Avia Movie, euer Medienkanzler, kommt aus der D-Mark-Zeit. Ja? Also 50, 60er Jahre waren die Kinderzeit, 70er, 80er die Jugendzeit und die 90er waren dann die heranwachsenden Zeit, wo der Knallalter 50, guten Tag, du bist jetzt 50, überlegst dir, ob du noch, ja, ich bleibe. Ich bleibe auch jetzt mit 60, bleibe ich dabei Star Wars. Und da Disney sagte, wir machen jetzt unendlich, habe ich beschlossen, wenn ich Glück habe, wie Herr Schmidt, unser Altkanzler, mit 96 noch Star Wars zu mögen. Und zwischendurch mein Rollator oder mein AOK-Shopper da in Darth Vader oder Yoda oder, mag sein, vielleicht eine neue Figur, aber Kylo Ren da, unser neuer Superstar da, ihr wisst nicht, wovon ich rede. So, ich hatte nochmal unterbrochen, weil ihr meintet, ihr wisst nicht, worüber ich rede, über die da. Über die neuen Figuren, ja, mit Flammenwerfer. Dann die Dame, die Blonde, ihr wisst ja, die Schauspielerin, die diesen neuen verkörpert. Dann ihn hier, wo jeder meint, könnte es doch Luke sein, Mr. Mark Hamill. Lasst euch überraschen. Also wie gesagt, BB-8 versuchen wir in einer gewissen Größe zu bekommen, die dann hier auch rumrollen kann. Ja, die anderen beiden super Hauptdarsteller,
die da auch schwerst kämpfen müssen. Also die beiden werden erstmal bleiben. Wie lange verrate ich auch nicht. Also er bleibt nicht allzu lange. Ist leider so. Das Maul hat auch nur einmal kurz überlebt. Es tut mir leid, aber war ja so. Ne? Aber war prägnant. Er wird vielleicht auch ein bisschen prägnant sein. Da hinten, das wird auch nicht allzu lange dauern, aber wird eine Hauptrolle spielen, wird eine markante Rolle spielen. Und das sind die normalen Trooper, ob nur als Flamme, als normal. Es sind halt die Trooper und die halt zum ersten Mal, muss ich sagen, wenn aus Sicherheitsgründen, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin ja nur begeistert, ich bin kein Fan, ich drehe auch nicht durch, ich renne auch nicht mit dem Kostüm rum, wenn dann nur mit einem Original-Filmkostüm. Des Zweckes der Promotion. So, wie soll ich das jetzt erklären? Also die ersten Trooper, ich hab ja da einen, so, den ersten Trooper, wenn man sich das genau ansieht, als Figur sieht super aus. Na, GKW vorbei, die Helme, wissen wir. Aber wenn man das so im Original sieht, wenn man das also, wenn man das Original sehen. Also diese Plastiksachen da frage ich mich manchmal, welche, also beim Film. Ich rede immer nur vom Set, ich rede vom Film, ich rede vom Original. Da habe ich mich immer gefragt, welche, ne? Also wie ich Han Solo und Luke Skywalker da in der Szene gesehen habe, wie sie den Boogie vorgeführt, um Leia zu befreien, habe ich immer gefragt, was soll dieses Plastik? Das schützt gar nicht. Da kommen wir zu den neuen. Kommen wir zu den neuen. Die sind gelungen. Sieht wirklich, wenn ihr die seht und anfasst, da fühlt ihr auch doch schon, könnte mich schützen. Doch, könnte mich schützen. Ne? Ich meine, so Lasergewehr, Laserschwert, Feuerbrunst, Plastik. Ihr habt den Kopf gesehen von Darth Vader. Ne? Ihr habt den Kopf gesehen von Darth Vader. Wie verformt er war. Also, naja, ist so eine Sache. Also, wie gesagt, wir sind nur Begeisterter. Wir sind keine Fans, wir sind nicht durchgeknallt. Fans und durchgeknallt und was weiß ich und lebensphilosophierend. Können wir nichts weiß machen, wollen wir auch nichts weiß machen. Wir wollen uns wirklich nur darüber unterhalten. Wir wollen da näher ran, wir wollen wirklich in die Thematik rein. Wir wollen mit laufender Kamera. Auch bei uns in unserem Kino Lichtburg. Ich mache nochmal Werbung für das älteste Kino Nordrhein-Westfalens, Lichtburg. Und wir haben das aller erste Kino überhaupt von 1927. Glück auf. Das war das erste Kino überhaupt. 1927 nannte sich Glück auf. Da wird natürlich sowas nicht gezeigt. Das sind Spezialkinos nur für spezielle Filme. Die haben mit so Blockbustern nichts zu tun, aber die Lichtburg, wo auch meiner einer involviert und neben den Originalstars stehen durfte, als junger Mann, ab 18, 20 aufwärts. Ihr merkt schon, deswegen nenne ich mich begeistert. Ich bin euer Moderator, ich bin der Medienkanzler, gehöre zum Finanzkanzler und gehöre noch zum Schmackofatzkanzler, der leckere Sachen macht, ne? Den Kochkanzler. Also wir sind die drei Kanzler, Kochkanzler, Finanzkanzler und ich bin der Medienkanzler. Wir gehören alle zu Onkel Reinholds Thekentheater im Grillotheater, Schrägstrich. Nee, Grillotheater leider nicht mehr. Ab sofort muss ich auch gerade ändern. Theater Courage. Ja, ob man da irgendwann mal eine Star Wars Sache aufführen kann. Wir arbeiten dran, leider erst ab dem 17.12.2015, wenn die Macht erwacht, erwacht auch die Sendung Sammelfiguren TV. Und jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Ihr seid schon eingeschlafen oder ihr habt die Textur oder ihr habt mich weggekickt, weil das Böse lebt ja ewig, die böse Seite und die gute Seite. Meine lieben Freunde, ich habe mich auch für die böse Seite entschieden. Also wer böse ist, lernt der Böse kennen. Das wollte ich nur mal gesagt haben, auch bei YouTube und bei Facebook. Und jetzt beende ich erstmal das Ganze. Wir erleben uns am 17.12. Lasst euch überraschen.